Hallo liebe Fußballfreunde des FC Bayern Alzenau. Unsere Mannschaft erwischte im Test gegen Viktoria Aschaffenburg nicht nur einen denkbar schlechten Start, sondern auch einen gebrauchten Abend. Schon nach wenigen Minuten führte die erste Angriffsaktion des Regionalligisten zu einem Elfmeter und zur 1:0-Führung nach 8 Spielminuten. Unser Torwart Sebastian Schreiber verletzte sich dabei so schwer, dass er kurze Zeit später mit einer Bänderverletzung ausgewechselt werden musste. In der Folge spielte auch nur Viktoria Aschaffenburg und unsere Bayern konnten nur reagieren. Das 2:0 fiel 10 Minuten vor dem Seitenwechsel durch einen harten, aber leicht abgefälschten Schuss aus knapp 16 Meter Torentfernung. Noch kurz vor der Halbzeit hätte Antonios Pyrokomos den Anschluss erzielen müssen, aber er scheiterte völlig ungehindert am Keeper des SVA. Nach der Halbzeitpause und vielen Wechseln auf beiden Seiten schwächte das Spielniveau weiter ab und es boten sich kaum noch Torchancen. Nachdem die Viktoria in der 79. Minute noch auf 3:0 erhöhte, vergaben wir in den Schlussminuten weitere gute Möglichkeiten, um wenigstens den Ehrentreffer zu erzielen. Und so endete das Testspiel zwischen Viktoria Aschaffenburg und Bayern Alzenau folgerichtig mit 3:0.